9. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anpassung der Bundesbesoldung und Versorgung für die Jahre 2023 und 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Ingo Schäfer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute beschließen wir die Anpassung der Bundesbesoldung für die Jahre 2023 und 2024. Das ist ein guter Tag für die Beamten. Viele von ihnen warten seit April auf die Übertragung der Tarifergebnisse. Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte in der Verwaltung. Und die bekommen wir nur bei guter Besoldung. Lassen Sie mich ein Beispiel aufzeigen. Wir werden bald das Kritisdachgesetz hier im Hause beschließen. Das ist sinnvoll und notwendig und in ganz Deutschland eine einheitliche Risikobewertung und Mindeststandards für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu erreichen. Dabei reicht es nicht aus, nur Standards zu setzen. Es muss auch darum gehen, den physischen Schutz der kritischen Anlagen zu kontrollieren und gegebenenfalls sogar Mängel zu sanktionieren. Das muss irgendwer machen. Und dafür brauchen wir fähige und gut funktionierende Fachleute in den Kommunen, in den Landesbehörden und auch im Bund. Die werden wir nur dann für den öffentlichen Dienst gewinnen, wenn wir die Arbeitsbedingungen attraktiv gestalten. Für die Attraktivität können wir viel tun. Zum Beispiel eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gute Aufstiegschancen und attraktive Fortbildungsmaßnahmen und Möglichkeiten schaffen. Was auch immer wichtig ist, ist eine gute Bezahlung im öffentlichen Dienst. Das verlangt allein schon das Fürsorgeprinzip. Und deswegen ist es richtig, dass wir mit dem vorliegenden Gesetz das Tarifergebnis vom April dieses Jahres auf die Beamten übertragen. Das bedeutet, dass die Bundesbeamten eine Inflationsausgleichsprämie erhalten. Diese Prämie entspricht dem Tarifergebnis für die Beschäftigten und wurde auch in anderen Bereichen wie Chemie und Metall von den Tarifparteien vereinbart. Die Inflationsprämie ersetzt die prozentuale Erhöhung der Bezüge in diesem Jahr. Im März 2024 wird es dann eine Anhebung der Grundgehälter um 200 Euro geben. Die neuen Grundgehälter werden anschließend um 5,5% erhöht. Diese Erhöhung soll mindestens 340 Euro betragen. Das entspricht exakt dem Tarifergebnis vom April. Die Anpassung der Besoldung dient dem Zweck, den öffentlichen Dienst attraktiv zu gestalten. Gerade im mittleren und gehobenen Dienst werden die mindestens 340 Euro im Monat höhere Grundgehälter deutlich zu spüren sein. Zum Beispiel bei den vielen tausend Fachkräften, die jeden Tag und jede Nacht im öffentlichen Dienst daran arbeiten, unser Land voranzubringen und sicherer zu machen. Wir dürfen nicht nur bei dieser Besoldungserhöhung stehen bleiben. Wir müssen alle möglichen Stellschrauben nutzen, um gutes Personal für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Zum Beispiel, indem wir den Einstieg durch die möglichst unkomplizierte Anerkennung ihrer Qualifikation vereinfachen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, die Erschwerniszulagen zumindest teilweise wieder ruhegehaltsfähig zu gestalten. Und deswegen werden wir die Polizeizulage wieder ruhegehaltsfähig machen. Profitieren werden auch davon Soldaten mit vollzugspolizeilichen Aufgaben, Feuerwehrleute bei der Bundeswehr, Soldaten mit militärischen Führungsfunktionen bis zur Besoldungsgruppe A14 sowie Gebietsärzte und Rettungsmediziner bei der Bundeswehr. Auch die Vollzugsbeamten bei den Nachrichtendiensten werden davon begünstigt werden. Leider haben wir es aber nicht geschafft, die Erschwerniszulage für alle Beamten im Bestand gleich auszugestalten. Für die Polizei wird das gelten, für die Bundeswehr leider nicht. Für die Anerkennung der pensionierten Soldaten wird sich die SPD weiter massiv einsetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Thema wird im kommenden Jahr trotz alledem bleiben. Die Attraktivität im öffentlichen Dienst auf allen Ebenen mit allen Mitteln zu steigern. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin Petra Nikolaisen das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer Zeit, in der wir fast täglich mit neuen Herausforderungen aller Art konfrontiert werden, sind es in großem Maße die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten. Sie sorgen dafür, dass unsere Institutionen reibungslos funktionieren und auch die öffentliche Sicherheit gewährleistet ist. Ihre Arbeit steht nicht immer im Rampenlicht, doch sie ist essentiell für unser Wohl und für die Handlungsfähigkeit unseres gesamten Landes. Und im Namen meiner ganzen Fraktion bedanke ich mich ganz herzlich und spreche die Anerkennung allen Beamtinnen und Beamten aus. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, umso erfreulicher ist es, dass sich diese Wertschätzung gegenüber den Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten im diesjährigen Tarifabschluss vom 22. April niederschlägt. Es ist dabei für uns selbstverständlich, dass die Tarifergebnisse nun im Rahmen des hier vorliegenden Gesetzentwurfs natürlich zeit- und wirkungsgleich übertragen werden. Denn nach § 14 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes und des § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes sind die Bezüge der Besoldungsempfänger und Versorgungsempfänger regelmäßig an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzupassen. Und das ist auch gut so. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthalten sind neben der Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten des Bundes sowohl die Versorgungsempfängerinnen und Empfänger auch Inflationsausgleichszahlungen, eine Anhebung der Dienst- und Anwärter- und Versorgungsbezüge zum 1. März 2024 um einen Sockelbetrag von 200 Euro pro Monat und zusätzlich 5,3% linear, die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der sogenannten Polizeizulage und der Zulagen für militärische Führungsfunktionen und das ist neu, weitere Neueinführung ist die Ruhegehaltsfähigkeit weiterer Zulagen. Und da kommt jetzt meine Kritik, liebe Koalitionsfraktionen. Wir stimmen dem zu, aber uns einen Änderungsantrag am Montagabend um 20 Uhr zuzusenden. Also Sie wussten, dass wir an der Stelle nicht quer im Stall stehen. Das ist ja viel zu kurz. Also da hätte, das ist kein parlamentarisches Verfahren. Das ist Willkür und von daher erlauben Sie mir den Hinweis, das ist so nicht in Ordnung. Aber zum Wohle unserer Beamtinnen und Beamten stimmen wir dem Gesetzentwurf zu. Herzlichen Dank. Das Wort hat Marcel Emmerich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Mit diesem Gesetz sorgen wir nun für eine angemessene und faire Entlohnung unserer Beamtinnen und Beamten, indem wir die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst umsetzen. Und mein Dank gilt an dieser Stelle zuvorderst all jenen, die das ermöglicht haben, den Gewerkschaftsfunktionärinnen und den Vertreterinnen der öffentlichen Arbeitgeber, die diesen tragfähigen Kompromiss ausgehandelt haben. Sie haben mit ihrer Ausdauer eine Einigung erzielt, die für alle Seiten tragbar ist und für die Beschäftigten ein deutliches Lohnplus bedeutet. Das ist ein guter Tag für die Beamtinnen und Beamten in diesem Land. Auch wenn ich mir persönlich ein größeres Lohnplus für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und damit auch den Beamtinnen gewünscht hätte, stellt die Einigung einen guten und sozial gut gestaffelten Kompromiss dar. Gut, da alle Besoldungsgruppen deutlich spürbar mehr Geld erhalten und sozial, da die Beschäftigten besonders von der Einigung profitieren, die am meisten unter der Inflation leiden. Aber damit nicht genug. Wir setzen im Rahmen dieses Gesetzgebungsprozesses noch einen obendrauf, denn künftig honorieren wir auch verstärkt die harte Arbeit vollzugspolizeilicher Tätigkeit. Die damit einhergehende, andauernde, besondere Belastung verdient nicht nur eine Stellenzulage während des aktiven Dienstes, nein, sondern auch ihre Ruhegehaltsfähigkeit in Pensionszeiten. Denn die Folgen dieser Belastung reichen zumeist weit in die Zeit des Ruhestands hinein. Die Polizeizulage war von 1990 bis 1998 ruhegehaltsfähig.
Das ist sie ab sofort wieder, und das ist eine gute Nachricht, ein großer Schritt. Und während die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage schon im Koalitionsvertrag angelegt war und meine Fraktion das auch in den letzten Jahren immer wieder beantragt hat, ist im parlamentarischen Verfahren jetzt noch überdies gelungen, dass wir auch eine Zulage für die Nachrichtendienste schaffen, auch eine Zulage für den vollzugspolizeilich geprägten Bereich bei der Zollverwaltung, aber auch für Feldjäger, zum Beispiel der Bundeswehr. Also wir denken da sehr breit, und wir sagen ganz klar, damit zeigen wir unsere Anerkennung, unseren Respekt für die Arbeit im Dienste unserer Sicherheit in diesem Land. Und das zeigen wir nicht nur mit Worten, sondern auch ganz konkret mit Taten für den Geldbeutel, für den Kontostand. Wir haben aber natürlich auch noch weitere Aufgaben, um auch wirklich die Attraktivität für den öffentlichen Dienst zu steigern, damit die Menschen gerne arbeiten. Das sind die Leute, die den Laden im Kern am Laufen halten. Es sind die Menschen, die für die Sicherheit in diesem Land sorgen. Und deswegen ist es auch für uns eine weitere Aufgabe zu schauen, wie können wir die Arbeit im öffentlichen Dienst attraktiv machen, wie können wir vielleicht auch mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, all solchen Dingen, mobiles Arbeiten dafür sorgen, dass die Leute gerne in der Verwaltung arbeiten. Das ist ganz zentral, damit wir die großen Herausforderungen, die wir als Staat vor uns haben, auch wirklich meistern können. Und da werden wir auch weiter genau anschauen und uns sehr genau dafür einsetzen. Und jetzt an dieser Stelle vielen Dank nochmal an alle Beamtinnen und Beamten. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Gerrit Huy für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen! Es ist prinzipiell richtig, dass die Besoldung der Beamten an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst angepasst wird. Das gilt auch für die Zahlung des steuerfreien Inflationsausgleichs von 3.000 Euro. Trotzdem werden wir uns bei der Abstimmung enthalten. Denn wir möchten auf eine problematische Entwicklung aufmerksam machen. Die durch das Alimentationsprinzip begründete Gutstellung von Beamten ist in einigen Teilen zu einer kaum noch nachvollziehbaren Besserstellung geworden. Andersherum formuliert, einige Bevölkerungsgruppen sind deutlich schlechter gestellt, allen voran unsere Rentner. Es kann nicht sein, dass der durchschnittliche Rentner nach 45 Arbeitsjahren eine Rente erhält, die deutlich unter der Mindestpension liegt, die Beamten bereits nach 5 Jahren zusteht. Selbstverständlich gönnen wir unseren Beamten ihre guten Altersbezüge. Als Gesellschaft haben wir aber ein Problem, wenn ein Teil der Bevölkerung dabei massiv abgehängt wird. Lassen Sie mich vorwegnehmen, dass wir die Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit von Polizei, Soldaten und Feuerwehrzulagen uneingeschränkt mittragen. Polizisten und Feuerwehrleute halten Ordnung und Sicherheit innerhalb unseres Landes aufrecht, was gerade angesichts der jüngsten Unruhen in den Städten von überragender Bedeutung ist und häufig auch mit Gefahren für Gesundheit und Leben verbunden ist. Und unsere Soldaten stehen bereit, die Sicherheit unseres Landes auch nach außen aufrechtzuerhalten, bei Auslandseinsätzen häufig ebenfalls unter Gefährdung von Leib und Leben. Allen drei Berufsgruppen sind wir unbeschreiblich dankbar für das, was sie für unser Land leisten. Was uns aber besorgt, sind die exorbitant angewachsenen Finanzierungsdefizite bei den Beamtenpensionen. Allein im Bund tut sich hier eine Lücke von 800 Milliarden Euro auf. Die Bundesregierung hat sich bisher nicht an das Problem herangetraut. Die Versorgungsrücklagen und Fonds sind immer noch minim. Doch sie tut weder den Beamten noch unserer Gesellschaft einen Gefallen damit, dieses Problem auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Denn so wird es immer größer. Aber vielleicht kalkuliert die Ampel ja schon damit, dass demnächst jemand anders die heißen Kartoffeln für sie aus dem Feuer holen muss. Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Bundeshaushalt steht für uns einmal mehr fest, solide Haushaltspolitik wird es sowieso nur mit der AfD geben. Denn wir wollen, dass unser Land eine gute Zukunft hat. Und das gilt auch für unsere vielfach zu kurz gekommenen Rentner.
Hier muss dringend eine Anpassung der Renten nach oben erfolgen. Es kann nicht angehen, dass ein Rentner rund 100 Jahre gearbeitet haben muss, um auf die Durchschnittsversorgung eines Beamten zu kommen. Wir fordern Sie deshalb auf, beenden Sie Ihre ruinöse Weltrettungs- und Klimapolitik und wenden Sie sich endlich wieder der Wohlfahrt unserer Bürger zu. Vielen Dank. Das Wort hat Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf überträgt der Deutsche Bundestag das Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst auf die Beamtinnen und Beamten. Und es ist guter Brauch, dass das der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit tut. Und insofern ist es ein sehr gutes und positives Zeichen, dass sich auch die Opposition entschieden hat, an dieser Stelle zuzustimmen. Und deswegen gilt ein großes Dankeschön einmal denjenigen, die hier mitwirken, aber natürlich allen Beamtinnen und Beamten, allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Ohne die fleißigen Frauen und Männer würde nichts laufen in unserem Land. Und deswegen ein großes Dankeschön für alle im öffentlichen Dienst. Wenn man über diese besondere Leistung der Menschen im öffentlichen Dienst spricht, dann muss man aber immer auch mit berücksichtigen, dass die Ausgaben für die Beamtenbesoldung zunächst einmal erwirtschaftet werden müssen. Und deswegen gilt der Dank heute natürlich den Beamtinnen und Beamten. Er gilt aber gerade in diesen Stunden, wo der Haushaltsausschuss darum ringt, einen Bundeshaushalt hinzukriegen, auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Denn ohne Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gibt es keine Beamtenversorgung. Und deswegen gilt Ihnen auch ein herzliches Dankeschön. Über den normalen Übertrag des Ergebnisses der Tarifverhandlungen hinaus auf die Beamtinnen und Beamten hat sich der Gesetzgeber mit dem vorliegenden Gesetz auch entschlossen, die Polizeizulage wieder ruhegehaltsfähig zu machen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein wichtiges Zeichen des Respekts, der Anerkennung und der Wertschätzung, gerade in diesen Zeiten, wo das Thema Migration besonders virulent ist. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei der Bundespolizei leisten Unglaubliches und sind gerade beim Thema Migration besondere Expertinnen und Experten. Und deswegen haben sie diese besondere Wertschätzung verdient. Ich will aber trotzdem darauf aufmerksam machen, dass der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages und auch der Bundesrechnungshof mit Blick auf das Zulagenwesen mehrfach darauf aufmerksam gemacht haben, dass das gesamte Zulagenwesen im Besoldungsrecht einer Überprüfung bedarf. Wir sollten uns einmal gemeinsam anschauen, ob das Zulagenwesen eigentlich der Stimmigkeit und der Systematik gerecht wird und sollten uns sehr gut überlegen, was im Einzelnen eigentlich die Begründung dafür ist, eine einzelne Zulage auf die eine Art und eine andere Zulage dann auf die andere Art zu behandeln. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir die Maßgaben des Rechnungsprüfungsausschusses und die Maßgaben des Bundesrechnungshofes ernst nehmen und dass dieses Parlament sich an seine eigenen Beschlüsse hält und die gesamten Zulagen auf Stimmigkeit und Systematik hin überprüft. Das wäre ein guter Beitrag auch zur Haushaltskonsolidierung. So, und in einem Bereich machen wir tatsächlich einen richtig großen Schritt nach vorne, wenn es darum geht, im Einzelnen zu begründen, warum eine Zulage ruhegehaltsfähig wird. Denn die Einführung der Ruhegehaltsfähigkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachrichtendienste lässt sich ebenso, wie die Kollegen Emmerich und Schäfer es gerade getan haben für die anderen betroffenen Zulagen, sehr gut mit sachlichen Argumenten begründen. Denn die Geheimhaltung, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachrichtendienste gebunden sind, die gilt ja typischerweise auch über die aktive Dienstzeit hinaus. Und deswegen gibt es, genau wie bei den anderen Zulagen, über die wir heute sprechen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Nachrichtendienste einen sehr stichhaltigen, sachlichen Grund, diese Zulagen ruhegehaltsfähig zu machen. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir diesen Beitrag gemeinsam leisten zur Stimmigkeit und Systematik des Zulagenwesens insgesamt. Ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Alexander Hoffmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beamtinnen und Beamten leisten einen unschätzbaren Beitrag
zum Funktionieren unseres Staates. Und es ist auch so, das gehört an diese Stelle einfach auch mal hin, dass man Beamtinnen und Beamten sehr viel mehr abverlangen kann als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in einem normalen Arbeitsverhältnis. Sie müssen in der Lage sein, den Dienst aufrecht zu erhalten, auch unter schwierigen Bedingungen. Und das ist ein Grund, warum es das Berufsbeamtentum gibt. So können Schichten sichergestellt werden, 24/7. Beamte müssen mit Versetzungen rechnen, mit Abordnungen, mit Dienstanweisungen und eben auch, dass sie ihren Dienst versehen, obwohl dabei, Stichwort Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, Gefahren für Leib und Leben drohen. Nur so funktioniert unser Staat, und deswegen ein herzliches Vergelt's Gott, ein herzliches Dankeschön an die Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag hier in diesem Land ihren Dienst tun. Und deshalb ist es eine wichtige Botschaft, die wir heute fraktionsübergreifend aus diesem Haus senden, dass wir sagen, wir sind froh, dass es sie gibt. Und die Menschen wissen natürlich, dass sie sich nur von salbungsvollen Worten von Politikern alleine nichts kaufen können. Und deswegen ist es gut, dass wir dieses Wir sind froh, dass es sie gibt, mit Leben füllen können, indem wir eben mit diesem Gesetz den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes zeit- und wirkungsgleich übernehmen. Es ist wichtig, auch unter der Überschrift der Frage der Fachkräftegewinnung, dass wir die Inflationsprämie etablieren. Und endlich kommt, es ist schon angesprochen worden, auch die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage für Polizeibeamtinnen und Beamten im Übrigen sogar auch rückwirkend. Und deswegen ist es überhaupt keine Frage, dass wir als Unionsfraktion zustimmen. Ich will aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende schon auch eine Stelle definieren, wo Sie unseres Erachtens nacharbeiten müssen. Unsere Verteidigungspolitikerinnen und Verteidigungspolitiker haben uns nämlich auf eine Stelle hingewiesen, wo Sie schon auch gucken müssen, dass wir da nicht unter Umständen in einen verfassungsrechtlichen Konflikt laufen. Böse Zungen würden behaupten, die Ampel hat ja Erfahrung gemacht mit verfassungsrechtlichen Konflikten. Stand gestern steht es Bundesverfassungsgericht zur Ampel 2.0. Und zwar geht es schon um die Frage, inwieweit diese rückwirkende Anerkennung bei Soldatinnen und Soldaten anders behandelt wird, wie sie es wollen, und inwieweit wir das verfassungsrechtlich rechtfertigen können. Ich melde da einfach mal Bedenken an und will einfach nur höflich und kollegial sagen, wir sollten da gemeinsam darüber nachdenken und nacharbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion spricht nun Dorothee Martin. Guten Abend, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen und auch liebe Gäste. Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten Großes. Sie sind es, die jeden Tag auf der Straße sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ihren Kopf hinhalten für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie sorgen für unsere Sicherheit, riskieren dabei nicht selten Gesundheit und sogar ihr Leben. Und das gilt in diesen herausfordernden Zeiten noch mehr als ohnehin schon. Dafür verdienen sie Anerkennung, dafür verdienen sie Respekt. Und wir alle sind Ihnen hier zu besonderem Dank verpflichtet. Und so sehr dieser Dank auch von Herzen kommt, sage ich ganz klar, Worte alleine, die reichen einfach nicht. Die Anpassung der Bundesbesoldung nach dem Tarifabschluss, die ist für uns dabei eine Selbstverständlichkeit. Daher war es umso wichtiger, dass die Ampel darüber hinaus jetzt die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage als ganz zentrales Anliegen im Koalitionsvertrag verankert hat. Und auch noch mal Dank an unsere Bundesinnenministerin, dass sie dieses Vorhaben so konsequent weiterverfolgt hat. Meine Damen und Herren, die Bundespolizei, die ist ganz elementarer Bestandteil unserer Sicherheitsarchitektur. Das zeigt sich nicht nur jetzt in der Bezahlung, in der Ruhegehaltsregelung, sondern eben auch in der personellen Situation, die wir kontinuierlich verbessern. Und es ist auch daher gut, dass wir dafür Sorge tragen, dass alle Anwärter übernommen werden können. Zur Stärkung der Polizei gehört aber eben auch eine noch bessere Ausrüstung, auch eine qualitative Verbesserung der Liegenschaften. Denn die Vielfältigkeit oder auch die technischen Anforderungen der Aufgaben, die müssen sich eben auch in den Ausstattungen dort ganz klar widerspiegeln.
Und hervorheben möchte ich hier nur als Beispiel die Liegenschaften in den Bahnhöfen, die eben auch den Anforderungen moderner Polizeiarbeit oft nicht gerecht werden. Hier ist wirklich rasches Handeln gefragt. Und daher ist es auch ganz dringend nötig, dass wir nun das neue Bundespolizeigesetz wirklich zügig auf den Weg bringen. Und deswegen möchte ich hier auch noch mal ausdrücklich dafür werben, dass wir dieses Gesetz jetzt rasch novellieren, um eben die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit der Bundespolizei zu modernisieren, um die Befugnisse auszubauen und damit eben auch die wertvolle Arbeit der Polizistinnen und Polizisten erleichtern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich gut, dass unter den demokratischen Fraktionen hier heute so eine große Einigkeit zu diesem Gesetz herrscht. Ich finde, diese Einigkeit wäre auch ein ganz großartiges Signal für die kommenden Gesetzesvorhaben, denn das haben die Polizistinnen und Polizisten wirklich mehr als verdient. Und zu guter Letzt, wir hören von den Kolleginnen und Kollegen, die gerade die Haushaltsverhandlungen und Beratungen führen, gute Nachrichten für das BMI. Trotz angespannter Haushaltslage konnten ganz wichtige Mittel für das BMI sichergestellt werden. Und damit zeigen wir noch einmal mehr, die Ampel sorgt für Sicherheit, die Ampel sorgt für Demokratie in Deutschland. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sehen, bin ich hier vorn beschäftigt mit der Sitzungsleitung. Und deshalb bin ich dankbar, dass die Fraktion Die Linke meinen vorbereiteten Beitrag zu Protokoll gegeben hat. Und ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Anpassung der Bundesbesoldung und Versorgung für die Jahre 2023 und 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 9348 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 8291 und 8676 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Danke. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion, der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Danke. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der CDU-CSU-Fraktion, der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt 19. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Aber vorher brauchen Sie natürlich erst einmal die Information über das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Entwurf eines Gesetzes zum ersten Teil der Reform des Nachrichtendienstrechts. Abgegebene Stimmkarten 641. Mit Ja haben 379 Abgeordnete gestimmt. 261 stimmten mit Nein. Und es gab eine Enthaltung. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 9352. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 20. Beratung der Beschlussempfehlung des Rechts